Die Polizei hat erste Bilder von dem Terroristen veröffentlicht, der für den Anschlag auf die Kirche der heiligen Agaris verantwortlich ist. Sein Name lautet Dante. Merken Sie sich dieses Gesicht. Wenn Sie ihn sehen, informieren Sie die Polizei umgehend. Aber halten Sie sich fern von ihm. Er hat eine gewalttätige Geschichte und ist ein sexuell Perverser. Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte Gottes Werk. Ich war vor Jahren hier, als ich ein Kind war. Ich habe die ganze Fabrik unentdeckt erkundet. Ich konnte einen Dämon unter der Fabrik spüren. Der Succubus, ein uraltes Wesen. Wir glauben, dass er die Quelle der psychotropen Zutat ist. Damit können sie uns kontrollieren. Willkommen, Besucher der Virility-Fabrik. Dank seiner Geheimzutat ist Virility das beliebteste Erfrischungsgetränk auf der Welt. Und es wurde bewiesen, dass es bei täglichem Konsum das Abnehmen um 21% erleichtert und die Leistung im Bett um 63% erhöht. Hör dir das an. Glauben die Leute so einen Schwachsinn wirklich? Wenn man etwas oft genug zu hören kriegt, glaubt man es meist. Man sagte, ich wäre wahnsinnig, weil ich Dämonen sehe. Ja. Wir wollten sie auch weismachen, ich gehöre in die Klapse. Sie wollten mir Drogen geben. Haben behauptet, das würde helfen. Sie haben gelogen. Sie wollten mich nur schwach und gefügig machen. Wie hast du die Wahrheit herausgefunden? Virgil hat mich aus den Albträumen geholt. Und du? Wenn die Leute, denen du vertrauen sollst, sich als grausame, kindermordende Dämonen herausstellen, öffnen sich deine Augen für das Böse um uns herum. Ich habe mich widersetzt, zurückgeschlagen, getötet, egal was es gekostet hat, zugegeben. Manchmal hat es viel gekostet. Und nach all der Wut, dem Schmerz und der Gewalt muss man in sich gehen. Tief ins eigene Herz. Und sehen, ob man noch man selbst ist. Sich fragen, ist man noch immer ein Mensch? Im Inneren wusste ich einfach, dass ich nicht spinne. Hier, werte Damen und Herren, verbinden sich die magischen Zutaten, um den einzigartigen Geschmack von Virility zu erschaffen. Der Succubus ist tief in der Fabrik versteckt, doch man kann ihn nicht einfach so aus unserer Welt erreichen. Nur aus dem Limbus. Drin gibt's einen Spalt. Keine Sorge, unsere vertrauenswürdigen und ehrenhaften Wissenschaftler sind der Meinung, dass unser Getränk sicher und vorteilhaft ist. Willkommen zurück zu Devil May Cry und wir suchen einen Succubus, der möglicherweise die geheime Zutat für dieses merkwürdige Gebräu hier unten ist. Und zum ersten Mal sind wir auch in der realen Welt, denn normalerweise hängen wir ja immer im Limbus ab. Hier geht's lang, glaube ich. Du hast gesagt, du warst hier schon mal. Ja, aber das ist viele Jahre her. Ich befand mich außerhalb meines Körpers. Du bist als Geist herumgeflogen. Ja, im Limbus. Virgil sagt, ich könnte so gut spionieren, aber ich kann es nicht kontrolliert auslösen. Also, was hast du damals gemacht? Die Albträume wurden durch ein intensives psychisches Trauma verursacht. Was sind die Albträume? Vorbei, das sind sie. Okay, können wir hier irgendwelche Seelen finden? Denn normalerweise können wir ja die Dinge nur im Limbus sehen. Dennoch schauen wir mal hier drüben. Man weiß ja nie. Wo bin ich nun? Ah, okay, wieder auf Kurs. Na gut, dann hat hier wohl alles seine Richtigkeit. Hier lagern sie die ganzen Waren für den Export. Schon komisch. Was? Ich habe erwartet, dass es größer wäre. Viel größer. Aber natürlich war ich nur ein Kind, als ich hier war. Und im Limbus. Warum warst du hier? Um den Albträumen zu entkommen. Im Limbus wolltest du deinen Albträumen entkommen? Ja. Was er eben gerade wohl noch gesagt hat.
Sobald du im Limbus bist, musst du nur deinen Schritten zurück zur Mixanlage folgen. Sollte kein Problem sein. Vielleicht, aber die Dämonen können dich möglicherweise wahrnehmen, wenn du im Limbus bist, also pass auf. Und wenn ich die Mixanlage erreicht habe? Kannst du tief in die Fabrik hinabsteigen. Und mir einen Succubus töten. Hui, ein Riesenlager hier. Okay, hier ist er. In Ordnung, ich treffe dich auf der anderen Seite. Dante? Hier unten. Oh, gut. Du hast recht. Hier im Limbus ist es größer. Was jetzt? Zurück zur Mixanlage. Wir treffen uns dort. So fett und dumm wie nie, trink Virility. Wow, sagte ich Riesenlager. Ich meine natürlich, das hier unten ist ein Riesenlager. Naja, kein Wunder. So kann man seine Kosten sparen. Einfach sein Gesöff hier unten im Limbus lagern. So, wo gehen wir hin? Einmal hier oder hier lang. Zwei Wege. Oh Mann. Hier können wir jede Menge Seelen finden. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg. Wo bringt uns denn der hin? Da können wir hier drüben lang. Na gut, nehmen wir den Weg. Dann einmal hier ran. Und dann hier so einen großen Sprung. Wow. So. Okay, wo sind wir? Ich denke mal, wir können noch hier drüben hin. Hm. Zwei Wege, eine Richtung. So oder so werden wir ankommen. Schwupps. Einmal hier ran mit dem Ding. Und dann, Moment, irgendwo eine Seele in der Nähe. Seele, Seele, Seele. Hier drüben könnten wir noch hin. Waren wir hier? Nee. Wir sind ja von hier unten gekommen. Und irgendwo hier muss eine Seele sein. Man hört sie ja immer so ein bisschen jammern. Ich gehe mal noch schnell hier hin. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Immer noch keine Seele. Ja, die verlorenen Seelen. Sie wollen gefunden werden. Mann. Oh, ich hab sie. Yes. Seele Nummer 1. Ich wusste es. Okay, wir bekommen Besuch. Ich dachte schon. Wo waren die denn? Keine Gegner am Start. Ist ja mal was ganz Neues. Oh nee, noch Fliegende. Na komm, gib mal her dein Ding. Einer weniger. Und gleich den nächsten hinterher. Na komm. Wenigstens ein B. Na also, geht doch. Okay, ich denke mal, den sind wir los. Oder lebt er da unten noch irgendwo? Nö. Okay, wo gehen wir nun hin? Erstmal hier meine Seelen. Dann holen wir den Brocken hier noch raus. Also, wir können hier drüben hin. Wenn wir hier hingehen, kommen wir hier hin und dann hier oben hin. Dann schauen wir noch ganz schnell, wo wir hier hinkommen. Wenn wir hier hingehen, kommen wir hier oben drauf. Na gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Weg. Kommen wir da hin? Ne, zu weit weg. Zu weit weg, definitiv. Oh! Und jetzt bin ich, Gott sei Dank, wieder hier. Na gut, wir müssen den Weg nehmen. Aber irgendwo hier muss noch eine Seele sein. Ich weiß, ich bin verrückt nach Seelen. Okay. Einmal zack hier drüben ran und dann schwupps. Und einmal nach unten. Tja, super Timing.
So, jetzt wären wir drin. Oh oh. Wo lang geht's zur Mixanlage? Ja, wo lang geht's denn? Wow, was macht denn der? Der holt die Flammen hier unten. Erstmal hier sein Schild weggeprügelt. Na, dann komm mal her, mein Freund. Den hätten wir. Oh, noch einer. Lava auf dem Boden. Gerade noch so ausgeblockt. Und jetzt kriegt er mich. Ich brauche unbedingt ein paar Kombos hier für meine Axt, denn ich habe einfach zu wenig. Zu wenig Optionen. Besonders bei so Gegnern hier. Na komm schon. Und wir stehen mitten in den Flammen. Oh ne, noch so ein Dicker. Die Dicken sind auch ziemlich übel, finde ich. Einmal nach unten, mein Freund. Und dann kloppen wir ihn weg. Yes! Gleich mal hier ein S gezaubert. Wow! Mann, Mann, Mann. Der steckt einiges weg, der Typ. Pott, pott, pott. Sehr schön. Immer einfach schön nach unten ziehen und dann hier einfach draufknüppeln. Bingo! Okay, die Welle hätten wir. Erstmal hier noch die Krabbler wegräumen. Lebensenergie könnten wir auch gebrauchen. Nehmen wir gleich mal mit. Ein Upgrade-Baum wäre super. Oder so eine heilige Statue. Wie auch immer die Dinger heißen. Oh, was sehe ich denn hier drüben? Einen silbernen Schlüssel. Neat. Aber sowas von. Mal gucken, wie wir an den rankommen. So, erstmal hier ran. Was haben wir hier? Wir hätten 3000 Seelen. Damit können wir uns noch kein Kreuz leisten. Und die anderen Dinge hier, die brauchen wir nicht unbedingt. Dann hätten wir hier Verbesserungen. Was können wir hier noch mitnehmen? Können wir eigentlich den Schub hier verbessern? Abrechnung. Okay, nee. Den Tritt, was können wir hier? Boah, der sieht ganz nett aus. Na gut, den nehmen wir mit. Einmal hier den Tritt. Dann hätten wir hier Rebellion. Dann nehmen wir uns den Triebstufe 2. Und dann unbedingt hier noch ein paar Sachen. Urteil Stufe 2. Und für die Sense, da könnten wir mal so ein Double-Up. Oh Gott, wie soll man sich das alles merken? Was haben wir hier? Die Strähne. Niederreißen. Nähren. Hm. Ja gut, nehmen wir hier unten noch Nähren. So, keine Punkte mehr. Moment, Moment, Moment. Wie komme ich jetzt da hinten an meinen Key ran? Denn ich habe gerade gesehen, wir haben ja noch einen anderen Weg. Und zwar den, der nach oben geht. Also den würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Ah, verdammt, jetzt sag bloß. Oh, wir kommen nicht mehr weiter. Dann müssen wir so gehen. Denn ich denke mal, man wäre irgendwie von oben rangekommen. Tja. Jetzt ist er weg, aber man kann ja jede Mission noch einmal machen. Oh, 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 oh. Boah, jedes Mal. Aber die Dinger kann man killen.
Man muss nur schnell genug sein. Na, mal gucken. Möglicherweise können wir sogar noch hier an den Schlüssel rankommen. Maybe, maybe. Och, komm schon. Och, komm schon. Wirklich? Muss das sein? Wow, 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 wow. Bam! Also, wo will ich hin? Auf jeden Fall schon mal nicht nach unten. Nein, 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 was mach ich denn? Was mach ich denn? So wird's gemacht. Ah, hier drüben eine Seele. Seele Nummer 2. Okay, jetzt können wir hier lang oder wir können hier lang. Hm, wo komme ich hier hin? Hier komme ich hier drüben hin, dann hätte ich hier den Weg. Und wo komme ich hier hin? Schon irgendwie dumm mit den beiden Wegen. Boom. Okay, der Kick bringt gar nicht mal so viel. Irgendwo hier muss schon wieder so eine Seele sein. Ich höre sie ganz genau. Seele, Seele, Seele. Keine Seele in der Nähe. Na, wo sind wir nun? Hier können wir noch ran. Ja, irgendwo hier muss eine Seele sein. Möglicherweise hier unten. Einmal hier so einen großen Sprung. Wir probieren es wenigstens. Denn hier können wir noch hin. Okay, wo bin ich nun? Ach, das wäre der andere Weg gewesen. Und dann wäre man hier von hier oben rangekommen. Na gut, somit hätten wir beide Wege. Aber der eine Key ist weg. Ich denke mal, den hätte man bekommen, wenn man gleich irgendwie oben entlang gegangen wäre. Wow, Feuer und Eis. Mal was ganz Neues. Oh, gefroren. Na komm, wo ist er denn hin? Sehr schön. So, einmal eliminiert. Da drüben, die Krabbler holen wir noch weg. Meine Seelen. Und irgendwo hier ist schon wieder so eine verlorene Seele. Das gibt's doch nicht. Ich höre die, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ah, sieh mal einer an. Wenn wir da oben hinkommen, können wir noch irgendwas machen. Hier hätten wir auch die Seele. Können wir hier drauf? Nö. Ich denke mal, wir kommen von hier nach oben. Oh oh, endlich Gegner. Bam! Wow, hier sehen wir gleich mal die neue Combo. Haut auf jeden Fall schon mal derbe rein. Wir können auch noch eine neue mit der Sense. Und zwar 1, 2, Pause und dann zack, weggesäbelt. Sieht auf jeden Fall auch schon mal nice aus. Natürlich, es kommen noch mehr Gegner. Wie könnte es auch anders sein? Aber wenigstens können wir hier mal ordentlich Punkte machen, dass wir hier noch ein S hinbekommen. Da hätten wir das S.
Wow, 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 wow. Hier machen wir die Punkte und hier werden wir getroffen. Super. Und ich hatte so einen guten Lauf. Kettensägen, Heini. Direkt wieder in den Gegner reingesprungen. Naja, okay. Mit etwas Glück kommt ja hier noch eine Welle, wie man sieht. So nicht, mein Freund. Zack, einmal hier drauf. Oh, meine Combo. Ich war so gut dabei. Hey, wieso konnte ich ihn eben gerade nicht nehmen? Na also, geht doch. Oh Mann, wirklich Leute, drei von denen. Einer, zwei und Nummer drei. Naja, okay. Eine ganz gute Quote. 2 von 3. Damit können wir leben. Wenn es so weitergeht, brauche ich hier sogar noch so einen Herzstein. Also so einen sternförmigen für Gesundheitsenergie. Och nee. Warum immer die Dinger hier drüben? Erstmal hier noch hin. Also ich muss sagen, die Anlage hier ist ganz schön groß. Hier gibt es einiges zu entdecken. Was kommt nun? Naja, lieber so eine als so ein Ding. Da kann man wenigstens ordentlich Punkte machen. Die Seelen hier oben, die nehmen wir noch mit. Dann können wir uns bald wieder ein Kreuz leisten. Na komm. Na also, geht doch. Oh, wo bin ich nun? Hier drüben sollten wir hingehen. Spinnen! Moment, was haben wir hier? Okay, kein Weg. Sackgasse. Sag ich doch, kein Weg. Wo zur Hölle ist die Mixanlage? Einen weiteren Stern. Was für einer? Und zwar wieder ein kleiner. Ich denke eh, dass ich mir die ganzen Sterne und so aufsparen werde für den Notfall oder eben für den nächsten Schwierigkeitsgrad. Moment, von hier bin ich gekommen, dann könnten wir noch hier oben hin. Oder waren wir hier oben schon? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ne, hier oben waren wir schon, oder? Ja, genau. Dann können wir einmal hier runter, dann hier drüben hin. Ja gut, ich habe wieder hier den richtigen Weg. Also, ich war hier, ich war hier, jetzt hierhin. Seele, keine Seele in der Nähe. Okay, neue Gegner. Ach, wieder so einer. Kommt schon, Leute. Wirklich? Okay, ich habe den Mund schon wieder vollgenommen und bekomme hier volle Kanne aufs Maul. Kettensägen, Heini. Oh, der will mich. Der will mich. Na also, wenigstens ein B.
Oh Mann, so knapp am A vorbei. Hier drüben hatten wir noch eine Tür. Genau, in die gehen wir noch rein. Können wir hier rein? Nee, oder? Nee, verdammt. Ich meine, wir wissen ja, wo der Schlüssel ist, aber leider haben wir ihn ja verpasst, weil wenn man einmal hier einen Weg einschlägt und dann ein bisschen zu weit geht, dann kommt man eben nicht mehr zurück. Kennt man ja aus Capcom-Spielen. Ist irgendwie immer so bei denen. Ein Schritt in die falsche Richtung und vorbei. Kommt man nie wieder ran. Okay, eine Verbesserung. Können wir hier noch mitnehmen? Dann gehen wir mal hier auf dreifach beben. Was haben wir hier noch? Den Schwung. Ja komm, nehmen wir den hier noch mit. Stufe 2 vom Fall. Lebensenergie wäre super. Aha. Wer zur Hölle ist denn für diesen Scheiß verantwortlich? Das ist der Mischvorgang. Doch wir sind eher an der Quelle interessiert. Ich schätze, unser Succubus befindet sich am anderen Ende. Ganz richtig. Hier entlang. Gibt Ärger. Einen Moment bitte. Be careful. Boah, abartig. Und das habe ich mir jahrelang reingezogen. Be careful. Ja. Kettensägen, Heini. Wow, 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 wow. Boom. Einmal nach oben. Oh nein, oh nein, oh nein, die Säure hier. Tja, jetzt ist mein Combo schon wieder weg. Ist natürlich super gelaufen. Und ich denke, hier kommt noch eine Welle. Natürlich. Also, wir müssen raus hier aus der Säure. Am besten, wir stellen uns mal hier hin und gucken, dass wir den Flammenlord hier wegkriegen. Och nee, Säure und auch noch hier die Flammen. Das volle Programm eben. Ach komm schon. Wenig Lebensenergie. Säure, Säure, Säure. Machen wir hier gleich mal einen Querschläger. Oh nee. Also heute irgendwie, ich habe keinen Flow. Normalerweise sehen die Kombos hier deutlich besser aus. Naja, wenigstens ein bisschen Lebensenergie. Nächste Welle, zwei dicke. Zwei dicke und auch noch die Säure. Wow, super. Lebensenergie. Na komm. Na komm. Okay. Jetzt hätte ich den einen zwar ganz gut, aber der andere steht mir im Weg. Na, könnte super werden. Erstmal gucken, dass wir hier wieder rauskommen.
Okay, den einen könnten wir, ouch, 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 eventuell kriegen. Hier auf engem Raum sind die ganz schön nervig, muss ich sagen. Schön hier in die Säure reingerollt. Okay, wo will der eine hin? Boom! Oh, schon wieder in die Säure rein. Meine Güte. Den nehme ich ja auseinander. Also wenn es so weitergeht, brauche ich wohl einen Stern. Ach komm schon, Säure. Also. Einen hätten wir. Jetzt gleich mal hier den nächsten. War doch gar nicht so schwer. Glückwunsch, du hast gewonnen. Geht's dir gut? Das sah echt übel aus. Das? Quatsch. Das war leichter als eine Diät. Komm schon, ran an den Succubus.